Hallo, mein Name ist Tom und ich dachte mir, heute gucken wir uns ein bisschen Code an, der neuesten Demo-Version von Spindle. Und ich habe mir etwas rausgesucht, was sogar gefragt wurde auf Twitter, und zwar, wie habe ich das jetzt eigentlich gemacht mit den Türen? Ich habe dieses Beispiel ausgewählt, da es nicht so super komplex ist und recht nützlich auch sein könnte, denke ich mir. So, wir arbeiten ja hier in Godot, das ist eine Game Engine, die ist kostenlos und kann runtergeladen werden. Und hier haben wir unsere Tür. Diese Tür besteht aus einem Hauptelement, das ein sogenannter Rigid Body ist. Das ist ein Physikobjekt, das hin und her geschoben werden könnte, theoretisch. So. Das ist aber auf Kinematik eingestellt. Das heißt, es bewegt sich nur, wenn ich das möchte, nicht wenn die Engine das möchte. Und ich möchte nicht, dass die Tür sich bewegt. So. Dann haben wir darunter ein Sprite. Und der Sprite ist das, was du jetzt siehst. Und das hat verschiedene Frames, die ich hier mal durchgehen kann. Und zwar muss ich die Tür ja auch öffnen. So, dann haben wir hier Collision Shape 2D. Das ist dieses Ding. Und das ist das, was unseren Spieler aufhält. Wir haben hier den Static Body. Und der Static Body, der guckt, welche Kollisionsshapes hat er. Und die bilden dann seine Daseinsform sozusagen aus. Gut. Und wir haben den Animation Player, der eine ganz einfache Animation hat. Und zwar, na, machen wir ein bisschen näher ran hier. Und zwar macht die Tür auf. Jetzt sieht man jetzt, doch, guck mal hier, zack, wirp, wirp. So, ich bin nicht besonders spannend, aber so läuft das halt. Gut, und jetzt gucken wir uns das Ganze im Code an, denn da ist es ja eigentlich am interessantesten. Das ist der Code, wir haben hier 47 Zeilen, ist also wirklich nicht viel. Was haben wir denn hier? Wir holen uns erstmal unseren Animation Player und unser Kollisionsobjekt, das brauchen wir. Dann habe ich hier eine Konstante, die nennt sich Press Time in Sekunden. Das heißt, wie lange soll der Spieler gegen die Tür drücken, bevor sie aufgeht? Die habe ich jetzt auf 0,2 gesetzt. Dann haben wir Time Left. Die ist auf maximal gesetzt. Time Left ist ein Wert, der zählt runter. Und wenn der 0 ist, dann geht die Tür auf. So einfach ist das. So. Und Delta ist immer der letzte Wert vom letzten Frame zum diesigen Frame. So. Und natürlich wollen wir wissen, ist denn die ganze Tür gerade offen oder nicht? So, Function Ready kann eigentlich weg, weil da passiert gar nichts. Gut. Das ist eine Funktion, die wird aufgerufen, sobald das Objekt in die Welt hineingeladen ist. So. Jetzt sind wir Physics Process. Das heißt, immer wenn die Physik Engine einen Tick macht, einen weitergeht, das kann jeder Frame sein, das kann aber auch zweimal pro Frame sein und solche Geschichten. Und wenn die Maschine richtig kacke läuft, kann das auch einmal pro alle 8 Frames sein. Aber das sollte man eigentlich nicht spüren, beziehungsweise sollte das nie vorkommen, weil man dann gut durch Wände glitschen kann. So, wir holen uns unseren Delta, den speichern wir ab, weil wir ihn später mal brauchen. Und dann gucken wir, ist die Tür nicht offen? Wenn sie offen wäre, dann machen wir gar nichts. Wenn sie aber nicht offen ist, dann wird dieser eingerückte Codeblock hier aufgerufen. GDScript ist eine Sprache, die auf Python basiert und die arbeitet, wie nennt man das denn? Tab-orientiert oder tab-sensitiv. Und das mag ich eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich ein Fan von Whitespace ist irrelevant und geschweiften Klammern. Aber bei GodoScript musst du das halt so machen und dann, wenn das so ist, dann muss ich das so machen, auch wenn es mir nicht gefällt. So, wir holen uns hier den mit dem Collider alle Colliding Bodies. Das heißt, alle anderen Physics-Objekte, die mit unserem Kollisionsshape gerade überlappen, die hole ich mir gerade raus. Das mache ich jeden Frame und jetzt könnte man denken, oh, ist das nicht ein bisschen Overloading? Nö, das geht schon. Weil in der Regel kommt da sowieso nur ein einziges Objekt zurück und das ist der Spieler oder das Schwein oder ein Gegner. Weil mehr Objekte gibt es ja eigentlich gar nicht so richtig, die sie bewegen können. Vielleicht noch ein Stein, der umhergeworfen wird. So, dann haben wir erstmal isPressed auf False gesetzt, weil wenn es auf False ist, da passiert gar nichts. Aber wenn wir, also das heißt, wenn wir die Tür berühren, dann ist das nur ein Schritt. Wir wollen nämlich nicht nur, dass die Tür berührt wird, sondern auch, dass dort gegengegangen wird. Und das gucken wir jetzt mal weiter. Wir gucken durch alle Collider durch. Ich habe ja vor i in Collider genommen, weil es ja sein kann, dass wir doch mehr als einen Collider erhalten und dann würde was falsch laufen. Also lupe ich hier durch alle Collider, die aber meistens aus einem einzigen Element bestehen.
Und jetzt, wenn dieser I, also der Collider, unser Spieler ist, das ist die erste Sache, die sein muss. Bei allen anderen Objekten wird es ignoriert, da ist egal. Und wenn gepresst wird, dann pressen wir. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof von mir formuliert. Da das eine ist sozusagen, was macht der Spieler und dann, was machen wir mit der Tür? So ist Pressing, gucken wir mal kurz, was das ist. Das hier unten, da gucken wir nur, ob Dengel sich gerade Richtung Tür bewegen will. Mehr ist es nicht. Das ist eigentlich nur eine ganz einfache Abfrage. Also Velocity ist sozusagen unsere, wenn ich wüsste, was das auf Deutsch heißt, unser Drang, unsere Geschwindigkeit, unsere Beschleunigung, glaube ich, heißt Velocity. Und zwar kleiner als Y bedeutet nach oben. Gut. Also, wenn denn der Spieler auch in Richtung Tür geht, in dem Fall, Entschuldigung, dann press mal. Und wenn du presst, dann sieht es ein bisschen doller aus. Und danach können wir sagen, es pressed auf true. Und das bedeutet, na, hier oben haben wir pressed auf false gesetzt. Und wenn wirklich gepresst wird, wird pressed auf true gesetzt. Aber wenn tatsächlich gar nicht gepresst wird, wird auch die Zeit, die wir benötigen, die wir hier oben gesetzt haben, wieder resettet. Denn ich möchte nicht, dass man sagen kann, okay, ich presse ganz kurz und gehe nochmal, gehe einkaufen und presse wieder ganz kurz und dann gucke ich mich nochmal um und presse wieder ganz kurz und dann geht die Tür auf. Nein, diese Zeit des Pressens muss zurückgesetzt werden, damit es immer die gleiche Presszeit ist. So, und jetzt pressen wir aber mal. So, wir ziehen unser Delta von Press ab. Was man hier hätte machen können, ist, man löscht hier das Delta raus und nimmt dann dieses Delta und überträgt es an diese Stelle. Ist vielleicht sogar in dem Fall besser, aber ich bin immer so ein Fan davon, wenn ich das aktuelle Delta gerade sozusagen semi-global innerhalb unseres Objektes haben. Dann machen wir das einfach mal. Wir nehmen das Delta raus und übertragen unser Delta hier. So ist auf jeden Fall programmatisch sauberer, aber man hat einen neuen Parameter, den man übergeben muss. Was ich eigentlich nicht so geil finde, aber so geht es halt auch, ne? So, ein bisschen weniger Code und ein bisschen sauberer. Gut, wir ziehen also unsere Delta Time von unserer Left Time ab, die nach und nach Frame für Frame runterzählt. Und wenn, das Pass kann ja unten weg, und wenn dann tatsächlich die Press Time auf 0 oder sogar unter 0 gefallen ist, dann ist das das Signal für uns, die Tür zu öffnen. So, wie öffnen wir die Tür? Hier, das ist eigentlich ein Codeblock, der könnte in eine eigene Funktion reinkommen, aber da habe ich jetzt mal drauf geschissen. Der Animation Player, den wir vorhin hatten, der hier unten auch noch aktiv ist, der spielt seine Animation open ab. Das heißt, die Tür schwingt auf. Dann kann man gleich sagen, ist open. Was passiert, wenn es open ist? Richtig, dann wird dieser ganze Mist hier ignoriert, weil die Tür braucht dann gar nicht mehr machen. So, das heißt, die ganze Nummer ist schon mal open. Dann sagen wir, unser Spieler soll jetzt nach oben gucken. Es kann nicht sein, dass man von der Seite schräg gegen die Tür läuft und den Willen hat, eigentlich reinzugehen. Aber wenn ich jetzt nämlich hier auf Auto-Walk gehen würde, würde er einfach nach links oder rechts weitergehen. Deshalb muss ich seine Ausrichtung erstmal auf nach oben ausrichten und dann sage ich unserem Spieler Auto-Walk. Auto-Walk, da läuft er einfach geradeaus weiter, bis ich ihm sage, hör jetzt mal bitte auf zu laufen. So, aber geht noch weiter. Wir holen uns die Kollisions Shape, das, was wir hier auch hatten, die Kollisions-Shape 2D, die hat unser Spieler, der da heißt Dengel, ne? So heißt unser kleiner Tod. Die disablen wir nicht. Disabled false. Warum sollten wir, ich glaube, das ist sogar etwas, was wir gar nicht brauchen. Das war vielleicht noch ein anderer Gedankengang, weil ist ja sowieso nicht disabled, weil wir drücken ja dagegen. Also würde ich jetzt sagen, das können wir rauslassen erstmal. Das war Müll. Gut. Dann emittieren wir ein Signal, das da heißt open. Gut, mal gucken, wer dieses Signal fängt. Müssen wir gleich mal nachsehen. Das heißt, ein Elternteil wird sich an diesem Signal rangedutscht haben und sobald das Kindelement
dieses Open-Signal sendet, passiert etwas. Aber was passiert, das ist dem Kind egal, das geht nur den Elternteil was an. Und der eigene Collider, der ja hier ist, der wird aber wirklich disabled. Das heißt, wir sind in der Lage, durch ihn durchzugehen. Ansonsten würden wir niemals ins Haus kommen. So, das war dann auch schon die ganze Magie. Jetzt gucken wir mal kurz, ob es funktioniert, auch wenn ich das hier ausmache. Jetzt kommt Musik. Funktioniert nicht. Okay. Jetzt machen wir das mal nochmal wieder an. Dann funktioniert's. Also ist irgendwie eine wichtige... Collision Shape, Dinge, Git Note, Disabled, False. Warum sollte das denn überhaupt disabled sein? Ach so, jetzt war natürlich Auto Walk ist eine Funktion, Entschuldigung, die disabled seine Collision Shape, weil ich möchte in dem Fall, dass er durch Wände geht. Das, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist egal, das hat damit zu tun, wie der Map-Übergang funktioniert, weil man da durch die World Bounce gehen muss. Und das sind ja auch Wände, deshalb hat das Auto Walk noch, dass man durch Wände gehen kann. Hier wird natürlich jetzt nicht verkehrt, wenn ich sage, okay, ich übergebe hier eine Variable true oder false. Wenn ich sage true, dann durch Wände gehen und wenn false oder gar nichts, dann nicht durch Wände gehen. Muss man gucken, ob man das noch braucht. So, deshalb ist dieses Ding hier. Jetzt interessiere ich mich aber dafür, wer fängt denn dieses Open-Signal? Und da gehen wir mal ins Haus. Das Haus zeige ich dir mal. Das ist das Haus. Da gehen wir jetzt nicht großartig drauf ein, außer wir haben hier unsere Tür. Ne? Da ist unsere Tür. Und hier haben wir ein Skript für ein Haus. Und wir sehen, hier passiert gar nichts. Das heißt, anscheinend wird dieses Door... Open Door. On Open Door. Aber es fängt keiner. Doch hier, klar. On Open Door geht der Wall Z-Index auf 1. Was bedeutet das? Das bedeutet, das heißt, gleich kommt wieder Musik. Jetzt bin ich vor dem Haus, aber sobald ich hier drin reingehe, flippt die Hausgrafik über mir, damit es so aussieht, als würde ich ins Haus reingehen. Hat man ganz kurz nur gesehen. Dazu ist der ganze Murks eigentlich schon da. Gut. Und so gehen wir in Häuser. Es heißt, na okay, so öffnet sich die Tür. Wie gehen wir in Häuser? Wenn wir jetzt nämlich nur das Haus hier haben, da passiert nämlich gar nichts. Da würde er einfach durch das Haus durchlatschen. Es gibt nämlich, wenn ich mir jetzt mal unsere Maps angucke, die Maps, die wir hier haben, ist die hier. Dort haben wir unser Haus und da hängt dieses kleine Ding dran. Und das ist ein Map-Transfer-Event. Und ein Map-Transfer-Event existiert auch zum Beispiel hier oben. Und zwar, sobald man das Ding berührt, wird die Map gewechselt. Das heißt, man geht eigentlich durch das Haus durch und dann berührt man, wenn man ja Auto-Walk macht, berührt man automatisch das Map-Transfer-Event und das ist hier, ja, das ist es, genau. Das ist so definiert, dass man in die Indoor-Map geht, auf Teil 10, 11, und dass die Richtung nach oben ist. Das war's eigentlich schon. So, jetzt hast du wieder einen kleinen Einblick gehabt, wie ich den ganzen Mist hier eigentlich zusammenhämmere. Und ich hoffe, dir geholfen zu haben. Gut, bis zum nächsten Mal. Jetzt kommen noch hier schon Videovorschläge, die du geil findest. So geil, dass du sogar dieses Video hier likest. Und mir folgst für noch mehr Updates zu Spindle. Und natürlich hier kannst du mich auch auf Twitter folgen. Kannst du mich folgen? Nee, kannst du mir auf Twitter folgen. Gut, tschüss.